wie eine kleine Erkältung doch noch zur Romanze wird. Müde schleppt er sich zum Haupteingang der Aether Foundation und wow, war er motiviert. Nicht. Als er das riesige Forschungscenter erblickte, wollte er sich am liebsten wieder auf dem Absatz umdrehen und nach Hause gehen. Wäre er nur ein Besucher gewesen, wäre das sicher möglich gewesen. Aber leider war das ja hier sein Arbeitsplatz, den er nebenbei gemerkt zwar nicht hasste, aber heute nicht unbedingt sehen wollte. Wir reden natürlich von Fabian, entschuldige, Regionalleiter Fabian, der sich ja so sehr auf seine Arbeit freute, wie ein Mittelschüler auf die Schule. Hieß im Klartext, die Freude war gleich null. Doch das hatte auch einen Grund. Er fühlte sich nicht gerade top, eher gesagt das komplette Gegenteil davon. Mal abgesehen von der ungewöhnlich starken Müdigkeit, die nicht einmal mit den 2 Tassen Kaffee am Morgen zu besiegen war, dröhnte ihm sein Kopf, als hätte er sich gestern in einer lautstarken Disco 2 Liter Bier eingeflößt, um den nicht vorhandenen Liebeskummer wegzusaufen. Vielleicht kamen die hämmernden Schmerzen in seinem Kopf aber auch nur von seiner verstopften Nase, die seit heute Morgen so dicht war, dass nicht mal das starke Aroma eines Duflos seine Riechsporn erreicht hätten. Und wäre das nicht alles schon schlimm genug, brannte ihm auch noch sein Hals so, als würden dort 1000 Galoppers ein Rennen veranstalten und der Wettbewerbstitel schien zu lauten: Wer bereitet Fabian den meisten Schmerz? Er seufzte. Warum habe ich mich nicht krank gemeldet? Solche Fragen stellte er sich, als er stumm und ohne die Besuchermenge weiter zu beachten durch die kühle Eingangshalle marschierte. Die Klimaanlagen liefen auf Hochtouren wegen den sommerlichen heißen Temperaturen da draußen, doch Fabian fror einfach. Nicht nur draußen hatte er gezittert wie ein Mensch in der Antarktis, nein, sogar drinnen schien die Kälte nicht aufzuhören, wenn sie nicht sogar noch schlimmer geworden ist. Er schniefte einmal, während er den weißen Laborkittel mit dem goldenen Erkennungszeichen der Aether Foundation noch fester um sich schlang. Eben dies tat er auch mit seinen Armen, um den Körper schlingen, um sich zu wärmen. Was ziemlich lächerlich aussah, um ehrlich zu sein. Er lief durch die Eishalle, so wie er den Eingangsbereich heute nennen wollte. Wie ein Mensch, der im tiefsten Schneesturm versuchte voranzukommen. Schleppend, etwas träge und vor allem langsam waren seine Schritte und er bibberte ein wenig vor Kälte. Ich werde die Klimaanlage später herunterstellen lassen, dachte er nur im Stillen, als es in seiner Nase kitzelte und er das Niesen nicht länger unterdrücken konnte. So entwich es ihm unfreiwillig und er schniefte. Schön, jetzt sah er auch noch aus wie ein wandelndes, verwirrtes Pestsnief im schlimmsten Schneesturm. Konnte es eigentlich noch besser werden? Mal wieder fragte er sich, wieso er überhaupt in dieser fürchterlichen Erkältung zur Arbeit gekommen war. Ach ja, da fielen ihm seine Gründe wieder ein. Samantha denkt einmal nur, ich übertreibe und ich soll nicht wegen eines harmlosen Schnupfens so tun, als hätte ich die Männergrippe. Er seufzte, er fühlte sich wirklich nicht gut und er konnte jedem versichern, dass es nicht nur ein harmloser Schnupfen war. Sicher hat ihn ein Killervirus des seltenen Typs Erkältung killt Fabian auf quälendster Weise heimgesucht, so fühlte es sich zumindest an. Erneut kam ihm ein zittriges Seufzen über die fröstelnden Lippen. Warum wollte ihm das nun niemand glauben? Fabian atmete einmal durch, was nur zu weiteren brennenden Schmerzen in seinem Hals führte, den er gekonnt ignorierte. Dann versuchte er sich zu fassen. Es ist nur eine Erkältung für Fabian. Die wird dich schon nicht killen. Jedoch konnte man sagen, dass wenn Fabian anfing, mit sich selbst zu sprechen, niemals alles in Ordnung war. Dann war er nämlich meistens aufgebraust, genervt oder hatte von etwas so gar keinen Plan. Letzteres traf gerade perfekt wie die Faust aufs Auge zu und er stöhnte. Am Ende des Tages bin ich Den letzten Satz hatte er ungewollt mit einem Niesen beendet. Schniefend wischte er sich etwas unbeholfen den Rotz mit seinem Kittelärmel weg, denn er hatte gerade kein Taschentuch parat. Hätte mich besser vorbereiten sollen, murmelte er nur im Stillen zu sich und zuckte mit den Schultern. Würde er die Erkältung nicht so bald wie möglich vergessen, würde sie ihn noch völlig einnehmen und er wäre dann völlig arbeitsunfähig. Obwohl, das klang eigentlich gar nicht mal so schlecht. Dann müsste er nicht hier sein und könnte sich zu Hause schön bei einer heißen Tasse Zitronentee entspannen. Doch das war ihm bis zum Feierabend nicht gegönnt und so konnte er nur von dem süßen Duft der Zitronen träumen. Würde er diesen Geruch überhaupt wahrnehmen können durch seine völlig verstopfte und dichte Nase? Na Fabian, du bist reichlich spät, bemerkte Pia, als der erkältungsgeplagte Regionalleiter endlich einmal in der Pokémon-Schutzzone ankam. Ganze 10 Minuten zu spät war er.
Ich weiß. Krächzte er mit mieser Stimme, die beim Sprechen richtig schmerzte, so als würde er die Vokale unter einem mit Nägel besetzten Stimmband formen. Man hörte richtig heraus, wie er Mühen beim Sprechen hatte. Zudem war seine Stimme ziemlich heiser und viel leiser als sonst. Jedoch war der arrogante, besserwisserische Ton, so wie man ihn von Fabian kannte, geblieben. Jetzt spiel nicht den sterbenden Schwan wegen einer kleinen Erkältung, Fabian. Schmunzelte die Vize-Regionalleiterin, welche es eigentlich gar nicht böse meinte. Sie wollte ihn nur etwas für die Arbeit motivieren, jedoch ähnelte das eher einem Demotivieren. Erstens, hör auf, mich ohne meinen Titel anzusprechen. Das ist jetzt schon das zweite Mal. Er räusperte sich einmal, damit seine Stimme nicht komplett klanglos wurde. Zweitens, spiele ich nicht den sterbenden Schwan? Mir geht's einfach nur verdammt scheiße. Am Ende des Satzes entwich ihm ein heiseres Husten, welches er bisher zurückgehalten hatte. Wieder leicht zitternd kuschelte er sich tiefer in seinen Laborkittel, der ihm zu seinem Bedauern nicht wirklich wärmte, da es sich dabei um einen leichten, für den Sommer geeigneten Stoff handelte. Das liegt daran, dass du nie draußen an der frischen Luft bist, wurde Fabian von seiner lieben Kollegin belehrt. Zum Glück hat Samantha uns heute beide für die Schutzzone eingeteilt. Ja, sehr schön, murmelte Fabian nur und es klang nach vielem, nur nicht nach begeistert. Begeistert war er nämlich ganz und gar nicht. Entgeistert traf es viel mehr. Er fühlte sich sowieso schon wie das hässlichste und leidvollste Unrat-Hytox auf der Welt. Musste man ihn dann auch noch mit gemeinschaftlicher Arbeit im Freien und Sozialwissenschaften quälen? Nun gut, am ersten Tag hatte er sich eher noch auf dem Weg zur Toilette verlaufen, aber nachdem er ein angesehener Projektleiter und später auch Regionalleiter wurde, hatte er sich nur noch den Forschungen zu den Ultrabestien gewidmet. Reichte es seiner wahnsinnigen Befehlshaberin auf dem Chefsessel nicht, dass er nächtelang im Labor saß und an Ultrabestien forschte? Schließlich wurde er doch von dem ersten Tag damit beauftragt. Im Übrigen hatten seine Forschungen hohe Erfolge erzielt, jedoch erreichten diese niemals so hohe Anerkennung, die Professor Barnett für ihre Ultrafortenforschung bekam. Nur seine Eifersucht konnte mit ihrem Erfolg mithalten. Mal ehrlich, Fab-Regionalleiter Fabian, dein harmloser Schnupfen wird dich nicht killen, meinte Pia ruhig, während sie an den Gehegen der Pokémon vorbeispaziert. Fabian folgte ihr nur mit schleppenden Schritten und einem völlig übermüdeten »Ich hab keinen Bock mehr« Blick. Er stöhnte einmal genervt und grummelig bei ihren Worten. Ich fühle mich wirklich nicht gut. Er atmete zittrig aus und ein starkes Frösteln suchte ihn heim. Es ist so verdammt kalt. Er fing wieder an zu husten, wobei er aus Heftigkeit der Hustenattacke stehen blieb. Warum musste es auch so verdammt stark in seiner Lunge brennen? Als würden dort brennende Äxte die Zweige seiner Bronchiten zerhacken. Es tat so fürchterlich weh, dass er mit seiner Hand seine Brust ergriff, während er so schrecklich husten musste. Nun drehte sich Pia mit einer eleganten Bewegung zu ihm um. Die Unbeschwertheit aus ihrem Gesicht verschwand augenblicklich, als sie sah, wie sehr er mit seinem Husten zu kämpfen hatte. Mit eiligen Schritten kam sie zu seiner Seite und rieb ihn mit kreisförmigen Bewegungen über den Rücken, bis er sich wieder beruhigt hatte. Das hört sich wirklich nicht gut an, fand Pia mit besorgter, aber auch ernster Miene. Ich fühle mich auch nicht gut, krächzte er mit klangloser und richtig heiseren Stimme, die beinahe schon wie ein Wispern klang. Alles tut weh. Nun wurde die junge Frau doch etwas besorgt um ihren Arbeitskollegen. Zuerst hatte sie wirklich nur gedacht, er würde wieder einmal übertreiben, so wie es die meiste Zeit tat, aber nein. Jetzt merkte sie, dass er die Wahrheit sagte. Er wirkte wirklich nicht gesund, das fiel ihr nur noch beim zweiten Blick auf, mit dem sie ihn nun lange musterte. Sein Gesicht war so bleich wie das eines Vampires, der nie das Tageslicht gesehen hatte. Unter seinen Augen befanden sich schwarze Augenringe, als hätte er tagelang nicht geschlafen, und seine Wangen waren leicht rosa, wie die eines Pichus. Etwas, was Pia auf irgendeine Art und Weise als niedlich empfand. Nun, nachdem sie ihn so lange in seinem Aussehen studiert hatte, legte sie ihren Handrücken sanft auf seine Stirn, um seine Temperatur zu messen. Provisorisch musste das funktionieren. Schließlich hatte sie gerade kein Fieberthermometer zur Hand. Und siehe da, die alte Methode hat sich bewährt. Die alte Methode hatte sich bewährt, denn sie konnte eine deutliche Wärme an seiner Stirn fühlen. Fabian genoss für diesen einen kurzen Moment die angenehme Wärme, die Piers Hand von sich abgab, und wich etwas zurück, als diese sich wieder von ihm entfernte.
Die Kälte war zurückgekommen und er flüsterte mit zittriger Stimme: Bitte gib mir die Wärme zurück. Sie stempelte sein seltsames Verhalten nur als Auswirkung des Fiebers ab und fuhr mit ihrer kleinen Untersuchung fort. Mit ruhiger und kühler Stimme bat sie ihn: Gib mir mal deine Hände. Obwohl er nicht wusste, was sie jetzt mit seinen Händen wollte, nahm er diese aus seinem Laborkittel und streckte ihr die hin. Pia nahm seine Hände, eine Bewegung, die die beiden kurz verlegen machte, wobei sich keiner der beiden etwas anmerken ließ. Fabians Hände fingen an zu zittern und sie schaute besorgt zu ihm hoch. Er wirkte wirklich nicht gesund. Seine Hände sind eiskalt und der Puls ist leicht erhöht, dachte sie sich nur besorgt, als sie ihn so anschaute. Seine Hände wollte sie rein aus Instinkt nicht loslassen, weil sie glaubte, es wäre die einzige Möglichkeit, ihn halten zu können, wenn er plötzlich zusammenbrechen würde. Deren Augen trafen sich wie zwei vorbeischwebende Kometen, die kurz in ihrer Flugbahn wendeten, um einander kennenzulernen. Ozeanblaue Augen blickten in smaragdgrüne Augen und sie erstarrten in diesen Blicken wie Eiskristalle. Bis zu jenem Moment, wo Fabian wieder husten musste, hielten sie diese aufeinandertreffenden Blicke. Dann lösten sie sich ab. Die beiden Kometen waren wieder in ihrer Flugbahn und zogen weiter. Der Regionalleiter musste sich zum Husten abwenden, während ein Schmerz von 1000 abgefeuerten Feuerpfeilen in seiner Lunge die Kontrolle übernahm. Er sank etwas in die Knie, wobei Pia nun endlich seine Hände wieder freigab, damit sie ihm helfen konnte. Gleichzeitig stützte sie ihn etwas, damit er nicht bei den heftigen Hustenattacken nach vorne fallen würde. Fabian versuchte noch immer, die Kontrolle über seine Atmung zu erlangen, welche gerade ziemlich schnell geworden war. Er fürchtete sich zwar nicht davor, jetzt gleich an Sauerstoffmangel zu verrecken, aber Panik hatte er trotzdem. Diese erkannte man noch ziemlich gut in seinen Augen, da sie sich in diesen widerspiegelte. Ganz ruhig, Fabian. Ich bin bei dir, redete Pia beruhigend auf ihn ein, während sie mit sanften Kreisbewegungen über seinen Rücken rieb. Atme einfach tief ein und aus. Dann wird das schon wieder. Und mit diesen Worten schaffte es Fabian schließlich, sich zu beruhigen, und er keuchte erschöpft nach Luft. Sein Gesicht war nun durch die Anstrengung hochrot geworden und er sah generell aus, als würde er jeden Moment vor Erschöpfung in sich zusammenfallen. Du kannst wirklich nicht hierbleiben, Fabian, sagte Pia mit sanftmütiger Stimme, die doch etwas streng klang, und stemmte die Arme in die Hüfte. Ich sollte dich nach Hause bringen. Du? Fragte er ungläubig unter seinem haltlosen Keuchen nach Luft, welches ab und an von Husten unterbrochen wurde. Ja, ich. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass du den Weg auch alleine schaffst. Sie hob erwartungsvoll eine Augenbraue. Wenn er jetzt etwas einzuwenden hatte, solle er das tun. Ich weiß nicht mal. Ein lautes Husten unterbrach ihn. Ob ich den Weg überhaupt schaffe? Geht es dir wirklich so schlecht? Wollte sie mit besorgter, aber ernster Stimme wissen. Er nickte nur und ließ in seine Armbeuge. Dann machte er nur unter einer völlig verstopften Nase: Wir gehen trotzdem nach Hause, meinte Pia entschlossen und sah ihn mit genauso entschlossenem Blick an, der ihm ganz und gar nicht gefiel. Ich will nicht, krächzte Fabian wie ein kleines Kind, das den Spielplatz nicht verlassen wollte. Eigentlich wollte er sich nur noch an Ort und Stelle ausruhen. Da war es ihm sogar egal, ob es nun sein Haus oder irgendeine Wohnung war. Hauptsache ein Bett und Wärme. Schön, machte sie nur, und ihr Blick hatte keineswegs an Mut und Entschlossenheit verloren. Dann bringe ich dich zu meiner Wohnung, hier in der Acer Foundation. Er nickte das nur ab. Ihm war ganz egal wohin, Hauptsache er würde nicht so weit laufen. Ihm war nämlich wirklich nicht nach Rumlaufen zumute, ganz und gar nicht. Er fühlte sich richtig unwohl mit seinem zittrigen und schmerzenden Körper, den Schmerzen, den Husten, den Problemen beim Atmen. Er bekam nur schwer Luft. Er hatte echt genug davon und er war auch echt fertig damit. Was er jetzt brauchte, war einfach nur noch Ruhe und etwas Erholung und Wärme. Die vor allem. Wie war er froh, dass der Weg wirklich nicht weit war und dass er noch fähig war, diesen zu bewältigen. Obwohl sein Körper so müde war, dass er schon beim ersten Schritt geglaubt hatte, zusammenzubrechen. Wenigstens hatte Pia ihn die ganze Zeit über etwas gestützt, sodass er keine Angst vor einem plötzlichen Zusammenbruch haben musste. Zum Glück hatten sie Pias Wohnung ziemlich schnell erreicht. Nun gut, schnell war das falsche Wort dafür, aber so schnell, dass Fabian nicht auf halber Strecke zusammengebrochen war. Pia suchte nun den Schlüssel zu ihrer Wohnung an dem mit vielen Schlüsseln besetzten Schlüsselbund. Als Vize-Regionalleiterin hatte sie genauso wie Fabian Zugriff zu jeder Wohnung in der Aether Foundation, sogar zur Sommerresidenz der Präsidentin. Ab und an bereitete sie nämlich die Zimmer für besondere Besucher vor, also brauchte sie diesen Zugang. Als kleiner Nachteil wusste sie aber manchmal nicht, welcher Schlüssel nun welcher war. Wenigstens hatte sie ihr mit einem goldenen Sternchensticker markiert, sodass sie nicht lange brauchte, um die Tür zu öffnen.
Fabian hatte sich in der ganzen Zeit müde gegen sie gelehnt, während sie stützend einen Arm um seine Hüfte geschlungen hatte. Wann werde ich endlich ein Bett sehen? Fragte er sich innerlich und hoffte, dass seine Frage mit bald beantwortet werden konnte. Seine Beine schlotterten, als wären diese ein Turm aus instabilem Material, ein Bauwerk, was jeden Moment in sich zusammenfallen könnte. Genau genommen fühlte es sich so an, als wären seine Beine Wackelpudding und er war die Vanillesoße, die nur noch bangen konnte, dass sie nicht hinunter auf die Teller fließen würde. Er konnte schwören, 10 weitere Schritte hätten ihn mit Sicherheit gekillt. Es ist nicht mehr weit, Fabian. Das kleine Stück schaffst du noch. Motivierte ihn seine Kollegin und half ihm in die Wohnung. Er hatte wenig Zeit, sich das Mobiliar von Pias Wohnung anzusehen. Doch er konnte zumindest sagen, dass es einen futuristischen Stil hatte, gemischt mit einem heimatlichen Gefühl. Außerdem merkte er an, dass die Wohnung ordentlich und sauber war, auch wenn er schwören konnte, dass er da eine alte Socke auf dem Regal gesehen hatte. Die benutze ich zum Putzen. Entschuldigte sich Pia kleinlaut, wobei es ziemlich peinlich war. Welcher Mensch putzte schon mit alten Socken? Dabei funktionierte die Methode ziemlich gut, was man bei ihrer Wohnung auch merkte. Dann führte sie ihn zu einem langen Dreisitzer-Sofa, wo er sich endlich einmal hinlegen konnte. Der weiche Sofabezug, welcher cremefarben war, fühlte sich ziemlich kuschelig an und er lächelte schwach, als er endlich die schmerzenden, zitternden Wackelpuddingbeine hochlegen konnte. Seine Kollegin legte ihm ein großes, weiches Sofakissen unter den Kopf, welches sie vorher aufgeschüttelt hatte. Er griff es mit müden, vor Schwäche und Kälte zitternden Händen und legte völlig erschöpft seinen Kopf darauf. Er versank beinahe in diesem herrlich weichen und kuscheligen Stoff, als läge er auf einer riesigen, fluffigen Wolke, als würde er ein Flauschling kuscheln. Sein vor Kälte fröstelnder Körper wurde von einer leichten, sommerlichen Decke erwärmt, in die er sich ebenfalls tief hineinkuschelte. Dennoch verblieb die Kälte, gegen die er jetzt wenigstens gewappnet war. Pia streichelte ihm einmal über den Rücken und sah zu ihm, wie er sich auf die Seite legte. Er wirkte so friedlich, als wäre er eingeschlafen, aber er hatte die Augen noch offen, sodass sie wusste, dass er noch nicht im Land der Träume angekommen war. Ich mach dir einen Tee, danach schläfst du ein wenig, okay? Stellte Pia ihm den Plan vor und fragte nach seiner Zustimmung. Er nickte nur erschöpft und ließ sein erschöpftes Husten von sich. Als sie sicher gehen konnte, dass er für diese kurze Zeit okay sein würde, lief sie in die Küche und bereitete dort den Tee zu. Das süßliche Aroma der Zitronen strömte von der Küche ins Wohnzimmer, doch Fabians Nase war so dicht, dass der liebliche Duft nicht bis zu den Nervenzellen durchkam. So verblieb ihm dieser köstliche Geruch verwehrt. Als Pia 5 Minuten später mit einer heißen Tasse Zitronentee zurückkam, schenkte Fabian ihr nur einen müden Blick. Er war wirklich so erschöpft, dass seinem Blick dem eines faulen Relaxus ähnelte. Dabei war er gar nicht faul, sondern einfach nur krank. Er wollte schlafen, sein Immunsystem, welches auf Hochtouren lief, brauchte eine Pause. Sie stellte ihm die Tasse mit dem heißen Tee auf den hellen Couchtisch, der mit einem grasgrünen Tischläufer bedeckt war. Auf diesem stand genau in der Mitte eine beigenfarbene Vase, in welcher ein Strauß Rosen stand. Die Blütenblätter waren so rosa wie Kirschblüten, doch man konnte sich sicher sein, dass es Rosen waren. Sie schienen dennoch unbedeutend zu sein für diesen Moment. Trink am besten, wenn der Tee noch heiß ist, riet Pia ihm. Ich gebe kurz Samantha Bescheid, dass du krank bist und ich mich um dich kümmere. Mit diesen Worten machte sie sich schon auf zur Tür, doch schaute sie noch einmal zu ihrem kranken Kollegen. Dieser nickte ihr nur zu, denn er war zu schwach, um irgendetwas anderes zu sagen oder zu machen. Nachdem Pia an der Tür zum Büro der Chefin geklopft hatte, öffnete sie diese hastig. Pia? Wunderte sich Samantha, die vom schwarzen Taschenrechner aufblickte. Gerade noch hatte sie einige Kosten an der Rechenmaschine berechnet, doch jetzt, wo sie die letzten Zahlen getippt hatte, widmete sie ihrer ganzen Aufmerksamkeit ihrer Mitarbeiterin, die ins Büro gestürmt war, als würde sie von einer Herde wütender Tauros verfolgt werden. Was ist los? Du bist ja völlig aufgebracht. Unser Regionalleiter ist krank, informierte Pia, die sich langsam vom Rennen erholte. Sie wollte Fabian nicht so lange allein lassen, deswegen war sie den weiten Weg hierher gerannt und war nun völlig außer Atem. Nun fing sie sich aber langsam wieder und fuhr mit ruhiger Stimme fort. Ich habe ihn zu meiner Wohnung gebracht, dort kann er sich ausruhen. So kann er aber unmöglich weiterarbeiten. Das heißt, Fabian fällt aus? Fragte die Präsidentin überrascht, lächelte dann aber unbeschwert. Ich denke, er übertreibt nur wieder, so kennen wir ihn doch nur. Seit ich ihm den Posten als Regionalleiter gegeben habe,
wächst der Kleine über seine Größe hinaus und übertreibt. Samantha? Sprach Pia mit ruhiger, sanfter Stimme, welche aber auch ziemlich ernst und besorgt klang. Ihm geht es wirklich nicht gut und ich bin mir sicher, dass er nicht übertreibt. Er ist wirklich krank. Das kann ich sagen, weil ich ihn gut kenne, weil ich schon lange mit ihm zusammenarbeite. Und trotzdem seid ihr noch nicht zusammen. Dachte sich die Präsidentin nur und grinste innerlich ein wenig amüsiert. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Von außen her wirkte sie aber so kühl und ruhig wie immer, auch wenn neben ihr wieder einmal drei Handys klingelten. Dieses schob sie nur zur Seite und sie legte ihre gefalteten Hände auf den Schreibtisch. Ich vertraue dir, dass du die Wahrheit sagst. Wenn einer Fabian gut kennt, dann du. Und auch wenn es vielleicht schwer und anstrengend sein dürfte, so bitte ich dich darum, dass du dich um ihn kümmerst und dass ihr endlich ein Paar werdet. Fügte sie noch im Stillen hinzu, von diesem Gedanken musste ja niemand etwas wissen, besonders nicht Pia und Fabian. Wenn sie so an die beiden dachte, stellte sie sich schon mit einem Bild in ihrem Kopf die Hochzeit der beiden vor. Ach, wie sehr liebte sie doch schöne romantische Hochzeiten. Ob sie wohl die ihres Regionalleiterteams planen dürfte? Sie hatte ja schon immer diesen Kindheitstraum gehabt, dass sie einmal Hochzeitsplanerin werden würde. Aber nein, von ihrem reichen Vater hatte sie die Leitung der Aether Foundation bekommen und ihr Traum war für immer und ewig geplatzt. Jetzt witterte sie ihre einzige Chance, doch noch eine Hochzeit planen zu können. Und mal ehrlich, wer brauchte an so einem sonnigen, ruhigen Tag die Regionalleiter? So konnte sie diesen beiden ohne schlechten Gewissens freigeben. Pia war dafür ebenfalls dankbar und lächelte. Natürlich werde ich mich um ihn kümmern. Danke. Bitte. Erwiderte Samantha mit einem unbeschwerten Lächeln, welches nur ihre Shippinglust verdecken sollte, was anscheinend auch geklappt hatte. Pia merkte nämlich nichts davon, dass sie gerade mit Fabian geschippt wurde. Warum auch? Sie vertraute ihrer Vorgesetzten. Währenddessen konnte Fabian nicht einmal Vertrauen in sich selbst fassen. Sein Selbstbewusstsein war verschwunden, wie ein Regentropfen auf dem heißen Stein, verdunstet und ganz weit weg in den Himmel gestiegen. Dort, wo er niemals hinkommen würde. Abgesehen, er würde diese Erkältung nicht überleben. Er schniefte. War das überhaupt eine Erkältung? Es fühlte sich mehr nach Grippe an, obwohl er das nicht genau sagen konnte, da er diese noch nie gehabt hatte. Sollte er sie jetzt haben, so wünschte er sich, das nie wieder in seinem ganzen, vom Erfolg gekrönten Leben zu bekommen. Er hasst es wirklich, abgrundtief krank zu sein. Er wollte einfach nur abwarten und hoffen, dass irgendjemand da oben, Arceus oder welche Sickfick-Göttin auch immer, Erbarmen mit ihm haben würde und ihn komplett heilen würde. Sein Warten war vergebens und ließ ihn nur weiter über all die Qualen, die er gerade erlitt, nachdenken. Davon abgesehen, dass sein Kopf noch immer schmerzte, als würde dort mit einem Presslufthammer hantiert werden, schmerzten auch seine Glieder, sodass er Mühe hatte, sie überhaupt zu bewegen. Dies war nicht gerade vorteilhaft, da ihm sogar das Liegen nach einiger Zeit als schmerzvoll vorkam. Sein Rücken schmerzte, als hätte er eine kiloschwere Last durch ganz Alola geschleppt, seine Arme taten ihm so weh, wie nach 3 Stunden Kisten schleppen und seine Beine, die hatten schon längst den Lebenswillen aufgegeben. Wäre er aufgestanden, wäre er wohl sogleich zusammengebrochen, da seine Beine das Gewicht nicht hätten tragen können. Er hatte echt Schmerzen und er wollte sich bewegen, um sie loszuwerden, aber sogar das zur Seite rollen klang für ihn so wie eine Klettertutor hinauf zum Glühberg. Also blieb er einfach ruhig liegen, versuchte den starken Schmerz zu ignorieren und fing an, die Tasse anzustarren. Vielleicht sollte er etwas trinken, sein Mund war schon so trocken wie die Hayana-Wüste. Doch wenn er sich anschaute, wie weit der Tee von ihm wegstand, für ihn schien es Kilometer zu sein, lehnte er seinen eigenen Vorschlag ab. Etwas, was er wirklich nur machen würde, wenn er richtig krank war. Er seufzte schmerzvoll auf, dann versuchte er sich unter großartigen Schmerzen aufzusetzen. Sein Körper begann wieder zu zittern, als die Decke auf seine Beine fiel. Mit diesem blieb er auf dem Sofa, da er einen Kreislaufkollaps fürchtete, wenn er sie jetzt auf den Boden stellen würde. Mit zittriger Hand ergriff er die Tasse, um die er jetzt auch die andere Hand schlang. Dann führte er sie langsam zu seinen fröstelnden Lippen und versuchte sie an dem Heißgetränk zu erwärmen. Ein wenig half es schon, als die warme Flüssigkeit seinen Körper von innen etwas wärmte. Es tat ungemein gut und er entspannte sich ein wenig. Würde er jetzt noch das zuckersüße, wohltuende Aroma schmecken können, dann wäre er vielleicht glücklicher gewesen, aber nein, es schmeckte einfach nur nach nichts, wie Wasser ohne Geschmack.
Das lag aber sicher nicht an Piers guten Kochkünsten, sondern vielmehr daran, dass seine Nase so dicht und seine Zunge so belegt war, dass sich kein Geschmack entfalten konnte. So trank er die Hälfte der Tasse leer, dann stellte er sie vorsichtig zurück. Daraufhin ließ er sich einfach zurück ins Kissen fallen und er kuschelte sich zurück in die weiche, warme Decke. Sein zitternder, geschwächter Körper schien dafür dankbar zu sein. Doch dann äußerte er sich wieder im Schmerz. Körper, sei doch einfach zufrieden, dass ich liege, jammerte Fabian in seinen Gedanken. Doch die Schmerzen erhörten sein Jammern nicht und blieben. Er kuschelte sich noch tiefer in die Decke, bis er bis zur Nasenspitze von der Decke zugedeckt war. Dann schloss er völlig erschöpft die Augen, doch zum Schlaf kam es nicht. Sein Kopf pochte und hämmerte so unangenehm, dass er kaum zur Ruhe kam. So vergrub er seinen Kopf noch tiefer ins Kissen. Wann würde diese furchtbare Migräne endlich enden? Er schien einfach nicht aufzuhören. Doch das war noch nicht einmal das Ende seines Leidens. Mal abgesehen davon, dass seine Gelenke immer noch wie wahnsinnig schmerzten, brannte sein Hals. Wenn auch durch den Tee nicht mehr ganz so schlimm. Aus den zuvor rennenden, wetteifernden Galoppers waren Ponitas geworden, was den Schmerz nicht mehr ganz so extrem machte. Aber es war auch nicht gerade besser. Der brennende Schmerz zog sich bis zu seinen Lungen. Dort breitete sich das Feuer wie ein Waldbrand über seine Bronchien aus. Jeder Zweig schien Feuer zu fangen und lichterloh zu brennen. Sollten die wilden Ponitas doch woanders hinrennen, aber die Hoffnung konnte er direkt in den Sand werfen. Vielleicht sollte er einfach glücklich schätzen, dass es keine Galoppers mehr waren, sondern nur noch Ponitas. Doch wie lange würde die helfende Wirkung des Tees anhalten? Er hoffte lang genug, sodass er endlich einmal schlafen konnte. Er war wirklich bis zum Äußersten erschöpft und der Husten trug nicht gerade zu seiner Erholung bei. Fabian fürchtete sich schon davor, aus dem Schlaf gerissen zu werden, wenn er weiterhin so stark husten müsste. Nun wendete er sich einmal unter heftigen Schmerzen und hoffte so, eine angenehmere Pose zum Schlafen finden zu können. Fehlanzeige. Er versuchte es noch einmal, drehte sich unruhig um, aber außer einer Verschlimmerung seiner Schmerzen brachte es keinen weiteren Erfolg. Also blieb er wieder in der Ausgangsposition liegen und atmete einmal tief durch. Dadurch zog sich ein gewaltiges Brennen durch seine Lungen, bei dem er kurz glaubte, keine Luft mehr zu bekommen. Also ließ er es einmal sein, mit dem tiefen Durchatmen und konzentrierte sich lieber darauf zu schlafen. Würde das Brennen in seiner Lunge nicht so schlimm sein, wäre er sicher längst vor Müdigkeit und Erschöpfung in den Schlaf gedriftet. Aber nein, er musste ja auch noch gezwungenermaßen durch den Mund atmen, da seine Nase viel zu dicht war, um überhaupt Luft durchzulassen. Dadurch atmete er auch ziemlich laut, was ihm ebenfalls am Schlaf hinderte. Warum konnte ihn nicht einfach irgendein Pokémon mit Schlafpuder bewerfen oder ein Pummelduft für ihn singen? Da fiel ihm ein, dass sein Hypno doch Hypnose konnte, mit dem er sich in den Schlaf hypnotisieren könnte. Doch er war viel zu erschöpft und ermüdet, als dass er überhaupt nach dem Pokéball in seiner Laborkitteltasche greifen konnte. Aber da war er dann auch endlich eingeschlafen. Als Pia leise ihre Wohnung betrat, fand sie den Regionalleiter friedlich schlafend auf dem Sofa vor. Sie nahm sich einen Stuhl aus dem Esszimmer und stellte ihn nahe zum Sofa. Dann setzte sie sich und schaute ihm beim Schlafen zu. Er schlief so friedlich und fest wie ein kleiner Junge. Die Decke hatte er fest um sich gewickelt und der Deckenzipfel diente ihm als kleines Kuscheltier. Das Kissen hatte er mit dem anderen Arm fest umklammert und er sabberte leicht auf dieses. Hauptsächlich sabberte er deswegen, weil er durch den Mund atmen musste, weswegen auch ziemlich schnarchte. Doch das störte die Vize-Regionalleiterin nicht im geringsten. Im Gegenteil, sie fand es wirklich niedlich, wie er einfach da lag und schlief, als könnte nichts auf der Welt ihn wieder aufwecken. Pia lächelte ein wenig fröhlich und musste daran denken, wie sehr sie ihn doch mochte, auch wenn er ein ganz schöner Egoist war. Sie war bisher noch niemandem begegnet, der so begeistert über sich selbst reden konnte, dass es ganze Touristenschwärme verschreckte. Ja, einer der Gründe, warum er niemals wieder eine Touristenführung alleine übernehmen darf, dachte sie sich kichernd bei den Gedanken an all das, was sie gemeinsam erlebt hatten. Und das war so im Ganzen betrachtet eine ganze Menge. Sie erinnerte sich noch genau daran, wie sie die verlassenen Tempel erkundet hatten. Sie erinnerte sich an den Tag, als sie beide Regionalleiter wurden. Sie erinnerte sich an all die schönen Momente. Auch daran, wie Fabian mal lautstark und völlig überwältigt von seinem großen Ego anfing, über die Präsidentin zu schimpfen, die im selben Moment hinter ihm stand. Pia konnte sich noch ganz genau an den eiskalten, tödlichen Blick von Samantha erinnern. Den würde sie niemals wieder vergessen. Und Fabians Gesicht. Sie musste sich wirklich das Lachen verkneifen.
Er hatte ausgesehen, als wäre ihm auch nach dem 200. Hyperball noch immer nicht das legendäre Pokémon in den Ball gegangen. Und diesen Blick hatte er auch noch ganze 3 Tage lang auf seinem Gesicht getragen. Wenn Pia sich so an Vergangenes erinnerte, hatte auch sie wundervolle, einzigartige Erlebnisse mit ihm gehabt. Einmal, als sie ein Pokémon aus dem Pokéball entwischt war, was sie unbedingt haben wollte, hatte sich Fabian Kescher und Pokébälle geschnappt und es ihr gefangen. Dann war da noch der Tag, wo sie das offizielle Regionalleiterteam wurden. Samantha hatte sie ausgetrickst und so getan, als hätte sie Fabian gefeuert, damit er nach Hause gehen würde und sie alle in Ruhe die Feier vorbereiten könnten. Jedoch hatte das Fabian so getroffen, dass er sich völlig niedergeschlagen an den Strand gesetzt hatte. Dann hatte sie sich zu ihm gesetzt und ihn wieder aufgebaut, als er in sich zusammengefallen war. Irgendwie waren sie immer füreinander da gewesen und als sie so auf die Vase mit den Rosen schaute, wollte sie, dass es wirklich für immer heißen würde. Doch wann war der richtige Zeitpunkt, es ihm endlich zu sagen? Ah, ich meine, ich muss ihn immer noch mit Titel ansprechen, dachte sie sich und seufzte. Vielleicht existierten die schönen Bilder auch nur in ihrer Wunschvorstellung. Vielleicht hatten sie nie existiert. Traurig nahm sie sich eine rosa Rose aus dem Strauß und hielt sie vorsichtig zwischen ihren Fingern. Dann seufzte sie. Ich liebe dich, Fabian. Ihr Ausdruck wurde immer trauriger, denn sie wusste, dass sie es ihm nicht einfach sagen konnte. Dazu hatte sie einfach keinen Mut. Außerdem hatte sie das Gefühl, dass Fabian wirklich nur sich selbst liebte. Vielleicht war da kein Platz für so eine Frau wie sie. Vielleicht war sie einfach nicht die Richtige für ihn. Vielleicht sollte sie einfach aufgeben. Sie steckte die Rose zurück und schaute bedrückt auf den schlafenden Regionalleiter. Seine Wangen glichen nun eher denen eines Pikachus anstatt denen eines Pichus. Das Fieber muss schlimmer geworden sein, dachte Pia sich und stand auf. Dann ging sie ins Bad, um einen kalten Umschlag, der das Fieber senken würde, herzustellen. Als sie damit fertig war, kehrte sie zu Fabian zurück und legte das kalte, gefaltete Tuch auf seine heiße Stirn. Er schien sich nicht sehr über die Kälte zu freuen, denn er fing kurz wieder an zu frösteln, doch dann fand er sich einfach damit ab. Dann schaute sie nach, ob er irgendetwas getrunken hatte, und zum Glück konnte sie feststellen, dass er die Hälfte des Zitronentees getrunken hatte. Das hatte ihm sicher etwas geholfen. Jetzt brauchte er nur noch etwas Schlaf, etwas Erholung und vielleicht etwas Zuneigung. Dann würde es ihm bald besser gehen. Pia? Krächzte er müde im Schlaf und die Frau wurde beim Klang ihres Namens aufmerksam. Ja, Fabian? Sie bemerkte nicht, dass er noch am Schlafen war und hatte deswegen darauf geantwortet. Sprich mich nicht ohne meinen Titel an, murmelte er noch immer im tiefsten Schlaf. Selbst da korrigierte er noch andere Leute. Und jetzt hör auf, mit Samantha zu tanzen. Die hat doch ihren Albtraumfreund da. Du bist meine Tanzpartnerin. Das Fieber zeigte nun die Auswirkungen. Er träumte irgendeinen Mist, der sehr gut aus irgendeinem verrückten Multicrossover hätte kommen können. Wer weiß, vielleicht gab es ja wirklich irgendwo eine Samantha, die mit einem Albtraummagier tanzte und wo Fabian und Pia ein Tanzpaar waren. Warum sollte ich mit Samantha tanzen? Fragte sich Pia nur völlig verwirrt und verzog skeptisch eine Augenbraue. Fabian hatte echt verrückte Träume. Das musste man ihm lassen. Doch damit nicht genug. Vor allem soll die Queen aufhören, mich krank zu machen, erzählte Fabian weiter von seinen Träumen, die langsam wirklich aus einem Multicrossover der Autorin Newmister hätten kommen können. Aber es wären dann keineswegs Träume gewesen. Nein, nein. Es wäre vielmehr die Realität gewesen. Beängstigend, oder? Er hat wirklich schlimme Halluzinationen und Wahnvorstellungen, bedauerte es Pia und streichelte ihm über den Rücken. Solange er aber keine Anzeichen von Albträumen zeigt, ist alles gut. Und so ging es auch weiter. Die meiste Zeit hatte Fabian geschlafen und wenn er einmal wach war, hatte er Pia entweder die Ohren vollgejammert, wie schlimm doch die Schmerzen waren und alles, oder er hatte sie herumkommandiert. Hol mir dies, hol mir das. Das meinte Samantha also mit anstrengend, dachte sich Pia nur, als sie seufzend in die Küche ging, um ihm eine Suppe zu machen. Wenigstens isst er wieder was. Sie musste zugeben, dass sie sich wirklich Sorgen gemacht hatte, als Fabian nichts essen wollte. Normalerweise liebte er das Essen genauso sehr wie sich selbst. Und als er dann die ganze Zeit über jegliches Essen abgelehnt hatte, war Pia wirklich kurz davor gewesen, einen Krankenwagen anzurufen.
Jetzt, nach 3 Tagen, wollte er zumindest wieder etwas essen, selbst wenn es nur eine leichte Hühnersuppe war. Diese bereitete sie mit viel Liebe zu, damit er nicht darüber meckern konnte. Hätte er so oder so nicht gekonnt, denn sein Geschmackssinn war noch immer nicht da gewesen. Wenigstens war seine Nase nicht mehr so dicht, dafür war sie aber nun verstopft und lief gleichzeitig, wobei er immer noch nicht verstand, wie im Namen der Wissenschaft bitte das möglich war. Hier ist deine Suppe, Fabian, sagte Pia und stellte sie ihm feierlich auf den Couchtisch. Er lugte erstmal aus dem Deckenhaufen hervor, dort, wo er sich so herrlich eingekuschelt hatte. Dann erhob er sich schließlich aus eben diesem Haufen. Seine Knochen knackten bei jeder Bewegung, die er verführte, und seine Arme zitterten leicht, als er versuchte, sich aufzurichten. 3 verdammte Tage und ich fühle mich immer noch scheiße, dachte sich Fabian vollkommen genervt und musste stark husten. Der Husten hatte sich in den letzten Tagen auch nicht gebessert. Die Halsschmerzen waren wieder so schlimm wie am Anfang, aber wenigstens tat ihm der Kopf nicht mehr so weh wie am Anfang. Vielleicht lag das daran, dass man ihm so ein kaltes Ding auf die Stirn gelegt hatte, welches nun beim Aufrichten aufs Sofa gefallen war. Pia nahm es von dort weg, damit der Sofabezug nicht nass werden würde, und sie entschied, ihm nach dem Essen noch einmal einen neuen kalten Umschlag zu machen. Jetzt sollte er erstmal zur Stärkung etwas essen, damit er bald nicht mehr unter dem Deckenhaufen auf ihrem Sofa leben müsste. Fabian sah den Suppenteller nur müde an und war sich nicht mehr sicher, ob er überhaupt etwas essen wollte. Wirklich Hunger hatte er schon seit Tagen nicht mehr gehabt und er war viel zu müde, als dass er überhaupt etwas tun wollte. Zudem hatte er immer noch diese verdammten Gliederschmerzen, bei denen es sich so anfühlte, als wäre eine Taurasherde über ihn gelaufen. Er wollte sich nicht einmal mehr bewegen, aber ab und an musste er gezwungenermaßen. Was ist los, Fabian? Fragte sie besorgt und setzte sich neben ihn, dort, wo jetzt ein Platz frei geworden war. Nebenbei war es ihr relativ egal, dass dort Fabians Kopf gelegen hatte und die Ecke wahrscheinlich Viren oder Bakterien verseucht war. Müde, murmelte er mit klangloser, stark heiseren Stimme, dass es etwas schwer fiel, ihn richtig zu verstehen. Er lehnte sich erschöpft an sie, denn er hatte nicht die Kraft, so lange gerade zu sitzen. Sie legte sanft einen Arm um ihn, dann nahm sie den Löffel von der Suppe und füllte diesen mit der wohlriechenden, dickflüssigen Flüssigkeit. Dann werde ich dich halt füttern, meinte sie ein wenig schief lächelnd, obwohl es für sie beide peinlich war. Aber Fabian konnte nicht wirklich was dafür. Er hatte wirklich nicht die Kraft, um einen Löffel zu halten. Und eigentlich hatte er auch nicht die Kraft, um zu sitzen, geschweige denn gerade zu sitzen. Er hustete matt, schließlich ließ er sich einfach füttern. Er schaute müde und erschöpft zu ihr hinauf und sie lächelte einfach nur, denn ihr machte es nichts aus. Im Gegenteil, sie genoss es, ihn zu füttern. Er hätte ebenfalls gelächelt, wäre er nicht zu müde dafür gewesen. Sie kümmert sich wie eine Mutter. Nachdem er einige Löffel von der Suppe gefüttert bekam, hustete er wieder stark. Dabei lief ihm die Nase und er musste nur noch stärker husten, weil ihm der Schleim bis in den Rachen lief. Sein Husten klang ziemlich verschleimt und ungemein stark, dass Pia immer eine besorgte Miene aufsetzte, wenn er wieder mit einer Hustenattacke anfing. Besonders besorgniserregend fand sie dabei, dass er über Schmerzen in der Brust klagte. Sie war sich zwar nicht sicher, aber es klang so, als hätte er noch einen Sekundareffekt, wie eine Bronchitis oder eine Lungenentzündung. Zumindest wenn sie sich so den Husten anhörte, der nicht zu enden schien. Keuchen konnte Fabian nur kurz nach Luft schnappen, bevor eine erneute Hustenattacke seine Atmung wieder flachlegte. Pia versuchte ihm so gut wie möglich zu helfen, indem sie ihn stützte und ihn aufrecht sitzen ließ. Sie rieb ihm mit kreisförmigen Bewegungen über den Rücken und half ihm beim Abhusten des Schleims. Und doch erschien es für sie so, als würde sie nicht genug tun, um ihm zu helfen. Obwohl Schuldgefühle sie plagen, blieb sie die Ruhe selbst und ließ sich nichts anmerken. Es tut weh, wimmerte Fabian unter Husten und starken Schmerzen, vor allem in der Brust. Ich weiß, es wird gleich aufhören, versuchte sie ihn mit sanfter, ruhiger Stimme zu beruhigen und er nickte nur, während er sich aushustete. Als er letztendlich mal 5 Minuten frei atmen konnte, war Pia wiedergekommen. Sie war, als er sich langsam beruhigt hatte, in die Küche gegangen und hatte ihm dort einen warmen Brustwickel gemacht. Den legte sie ihm auf die Brust und die Wärme linderte den Schmerz etwas. Dann half sie ihm zu einer liegenden Position und legte ihm ebenfalls wieder einen kalten Umschlag auf die Stirn. Erschöpft schloss er die Augen und atmete ruhig, wobei er versuchte, nicht zu tief einzuatmen.
denn das würde nur zu einem weiteren Hustenreiz führen. Pia legt ihm noch ein zweites Kissen unter den Kopf, worüber er sich wunderte. Er hatte nicht um ein zweites Kissen gefragt. Es hilft etwas, wenn der Oberkörper leicht erhöht liegt, erklärte sie ihm und er nickte das nur ab. Irgendwie genoss er diese Höhe, da fühlte er sich wenigstens nicht mehr ganz so klein. Dann kuschelte er sich zurück in die Decke und versuchte zu schlafen. Doch zuvor musste er etwas hinterfragen. Eine Frage, die ihm schon die ganze Zeit auf der Zunge brannte. Warum weißt du eigentlich so genau, was du tun musst, Pia? Oh! Sie war sichtlich überrascht, dass er sich dafür interessierte. Also meine beste Freundin ist Krankenschwester. Mein Vater war Arzt, meine Mutter Krankenpflegerin. War? Hinterfragte er ein wenig neugierig. Ja, sie sind früh verstorben, als ich ein wenig älter war. Antwortete sie leise. Plötzlich klang ihre Stimme traurig und nicht mehr so fröhlich. Das tut mir leid, meinte er ehrlich. Ja, er empfand wirklich Mitleid für sie und er hätte sie umarmt, wäre er nicht so verdammt krank gewesen, dass er nicht mal richtig atmen konnte. Muss es nicht. Ich bin darüber hinweg. Außerdem habe ich meine Freundin. Sie lächelte ein wenig und streichelte ihn einmal kurz, wobei Fabian die Gelegenheit ergriff und sanft ihre Hand nahm. Sie verspürte eine leichte Gänsehaut bei dieser kalten Berührung. Seine Hände waren wirklich kalt. Fabian? Fragte sie ein wenig überrascht. Ihr Gesicht wurde rot vor Verlegenheit. Ich bin zu krank, um dich zu trösten, murmelte er mit einem etwas genervten Unterton. Er war aber nicht von ihr genervt. Nein, sondern von seiner körperlichen Schwäche, die kaum auszuhalten war. Er konnte gar nichts machen. Ich sehe doch, dass du traurig bist, fügte er leise hinzu, wobei seine Stimme wieder nachgelassen hatte. Er musste schniefen. Der Rotz war ihm schon halb in den Mund geflossen beim Sprechen und er musste wieder husten, wobei er darauf achtete, sie nicht direkt anzuhusten. Es ist schon okay, Fabian, sagte sie leise und streichelte etwas über seine Hand. Jetzt wusste er nicht, ob die Gänsehaut von seiner Krankheit oder von ihrer Berührung kam. Jedenfalls empfand er diese Gänsehaut keineswegs als unangenehm. Wenn er ehrlich war, genoss er sie sogar. Machte er nur, da er sich plötzlich ganz müde fühlte. Während er krank war, hatte er es öfters, dass ihn die Müdigkeit plötzlich mit sich zog. Gegen diese Müdigkeit konnte er kaum etwas unternehmen und trotzdem wollte er sich dieser trotzen. Er schniefte einmal müde. Warum musste seine Nase nur so laufen wie bei einem Petsnief? Das war ja wirklich nicht auszuhalten. Pia kicherte und hielt ihm mit der Hand, die er nicht hielt, ein Taschentuch hin. Du siehst wirklich aus wie ein Petsnief. Ja, sprich ruhig meine Gedanken aus, krächzte er mit einer stark belegten Stimme. Dann putzte er sich die Nase, wobei da die zärtliche Handberührung der beiden endete, da er dafür beide Hände benötigte. Wenigstens hatte er überhaupt genug Kraft, ins Taschentuch zu schneuzen. Als er damit fertig war, ließ er das benutzte Taschentuch in den Mülleimer fallen, den sie ihm extra vors Sofa gestellt hatte. Dann übernahm ihn auch endlich die Müdigkeit und er schlief friedlich ein. Da es Nacht war, schlief Pia ebenfalls auf dem Stuhl neben dem Sofa ein. Zwei weitere Tage waren vergangen und Fabian fühlte sich allmählich wieder etwas besser. Die Gliederschmerzen hatten etwas nachgelassen und die Kopfschmerzen waren völlig verschwunden. Nur sein Hals brannte noch immer. Dieses Mal machten aber nur die Ponitas das Rennen, auch wenn das Feuer in seiner Kehle immer noch recht quälend war. Auch der starke Husten und der ewige andauernde Schnupfen waren geblieben und hatten sich in den letzten Tagen nicht gebessert. Wenigstens war er nicht mehr ganz so schwach, da er auch wieder regelmäßiger und mehr zu sich nahm, sowohl an Trinken als auch an Essen. Er konnte sogar wieder alleine sitzen, nur aufstehen traute er sich nicht wirklich zu, zumal ihm der Husten immer noch stark zu schaffen machte. Gerade saßen Pia und Fabian zusammen auf dem Sofa und schauten irgendeinen Film im Fernsehen an. Er hatte nur noch eine Decke um seinen Körper geschlungen. In den letzten Tagen hatte er ständig darüber beschwert, dass es ihm viel zu heiß war und dass er so viel schwitzen musste. Für Pia war das ein gutes Zeichen. Das hieß, dass das Fieber endlich runtergegangen war. Darüber freute sie sich wirklich sehr. So musste sie sich nicht mehr seine lustigen, komischen Träume anhören. Die hatten im Übrigen auch wieder nachgelassen und er sprach nur noch selten am Schlaf. Letzte Nacht hatte er gar nicht mehr im Schlaf gesprochen. Pia? Sprach er immer noch mit heiserer Stimme, die aber im Gegensatz zu den anderen Tagen besser geworden war. Sie sah ihn an. Ja? Der Film ist echt langweilig, sagte er und endlich kritisierte er wiederum. Langsam schien der gute alte Fabian wieder zurückzukommen. Das kränkliche, schwächliche Ich war beinahe wieder abgelöst. Sie kicherte nur.
Das ist eine Romanze. Genau deswegen. Kommentierte er nur und räusperte sich einmal, obwohl Pia ihm schon oft genug gesagt hatte, dass es seiner Stimme nicht guttun würde, wenn er sich ständig räusperte. Ach Fabian, Romanzen sind toll. Ich weiß gar nicht, was du dagegen hast. Meinte sie amüsiert. Nach all den Tagen der Sorgen konnte sie endlich wieder richtig lächeln und Spaß haben. Also ich kann das viel besser. Murmelte er leicht müde und lehnte sich gegen ihre Schulter. Was kannst du viel besser? Wunderte sie sich. Na, das im Fernsehen. Raunte er ihr mit zarten Lippen ins Ohr. Sie errötete leicht, als sie merkte, dass sie gerade angemacht wurde. Fabian? Fragte sie überrascht und traute sich nicht, ihm in die Augen zu sehen. Ihr wurde plötzlich so warm. Oder war das nur sein Körper, der so nah an ihrem war? Kein Wort, Pia. Flüsterte er ihr leise zu und nahm sich unbemerkt eine rosa Rose aus der Vase, die er hinter seinem Rücken versteckte. Sie blickte ihn etwas verunsichert an und verstand gar nicht, warum er sich plötzlich so seltsam verhielt. Hatte er etwa wieder Fieber bekommen oder machte ihn die Müdigkeit nur so anders? Pia. Er sorgte dafür, dass sie ihn ansehen musste. Er räusperte sich einmal, dann lächelte er und sprach ziemlich gekonnt. Meine Augen erblickten eine kleine, niedliche Rose in weiter Ferne, die ich zuerst in dem Unkraut überwucherten Beet gar nicht wahrgenommen habe. Doch jetzt, wo ich diese Rose aus der Nähe kennengelernt habe, ist sie das Schönste, was ich je erblickt habe. Nach mir natürlich. Jedenfalls ist die Rose so schön, dass ich sie für immer bei mir haben will. Und selbst wenn sie welkt, werde ich mich noch um sie kümmern. Bis sie ihren Kopf hebt und wieder lächelt. Selbst wenn sie Tränen weint, entferne ich mich nicht von ihr, sondern bleibe bei ihr und tröste sie. Wenn sie Durst hat, werde ich ihren Durst stillen. Wenn sie sich nach Sonne sehnt, werde ich jede Wolke, die sich vor die Sonne stellt, wegwehen lassen. Wenn die Rose friert, werde ich den Winter beenden. Ich werde sie vor jedem Winter auch schützen, möchte für sie wie ein schützender Mantel sein. Ich möchte diese Rose in Ehren halten, denn weißt du was? Er zückte nur die rosa Rose und hielt sie Pia lächelnd hin. Diese Rose bist du. Ich liebe dich. Als Pia die Rose erblickte, war sie davon überwältigt, dass sie nichts anderes sagen konnte als Ich liebe dich auch. Ihre Augen fingen an, wie Smaragde zu funkeln und seine glitzerten wie die Sonne auf der Meeresoberfläche. Wieder sahen sich diese Kometen, die eine ganz andere Flugbahn hatten. Sie sollten eigentlich ganz andere Wege gehen, doch der andere war immer in der Nähe und irgendwann entschieden sie sich, den Naturgesetzen zu trotzen und zueinander zu fliegen. Eine gewaltige Explosion ließ die beiden ihre Glücklichkeit zeigen. Keiner könnte sie jemals trennen. Ach, ihr wollt heiraten? Samantha tat auch völlig überrascht, als Pia und Fabian plötzlich Händchen halten in ihrem Büro standen. Sie hatte schon geglaubt, in den 2 Wochen, wo Fabian krank gewesen war, hätte sich nichts getan. Und doch hatte sie wieder recht behalten. Die beiden würden ein wundervolles Paar werden und gleich noch heiraten? Sie freute sich innerlich so sehr, dass sie nur mit viel Mühe ihre Begeisterung äußerlich zurückhalten konnte. Ja. Sagte Pia und lächelte so glücklich wie noch nie. Wir haben uns endlich gefunden. Ich habe dich gefunden. Korrigierte Fabian sie augenblicklich und zeigte stolz auf sich. Nachdem er die Grippe und die Bronchitis endlich bekämpft hatte, fühlte er sich noch stärker als vorher. Vielleicht, weil er jetzt eine tolle Frau an seiner Seite hatte. Das hinderte ihn aber wiederum nicht daran, allen seine egozentrische Seite zu zeigen. Jetzt konnte er sogar mit seiner tollen Kollegin angeben. Und so wussten schnell alle, dass das Regionalleiterteam jetzt offiziell das Regionalleiterpaar waren. Und wir dachten, du könntest für uns die Hochzeit planen, Samantha. Erklärte Pia etwas schüchtern. Eigentlich wollte sie ihre Präsidentin ja nicht fragen, da sie immer so viel zu tun hatte. Aber ihr fiel niemand anderes ein. Ihre Freundin war leider unglücklicherweise auf Dienstreise außerhalb Alolas. Man brauchte eine Krankenschwester in Höhen, weswegen sie dorthin umgezogen war. Natürlich nur, wenn sie nichts Besseres zu tun haben. Ergänzte Fabian, der immer noch beleidigt darüber war, dass Pia Samantha duzen durfte. Er aber noch nicht. Keine Sorge, das kriege ich ganz sicher hin. Meinte Samantha und war die Ruhe selbst, als sie das Klingeln der Hände neben sich zur Seite schob. Ihr inneres Ich feierte eine Riesenparty mit bunten Luftballons und Konfetti, dass sie sich außerhalb der Schmunze nicht zurückhalten konnte und sie seufzte gelassen. Ihr seid wirklich ein Traumpaar.